Endlich hat Rockstar Games wieder ein Fahrzeug hinzugefügt. Moin Leute, euer Mamad wieder am Bambus und heute zeige ich euch das neueste Fahrzeug in GTA Online. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich erstmal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich so fast die krassesten Fahrzeuge in GTA Online. Also ich würde sagen, fangen wir nochmal direkt an. Welches Fahrzeug wurde denn hinzugefügt? Das neueste Fahrzeug aus dem DLC nennt sich Dinka Canyo SJ. Dieses Fahrzeug findet ihr auf der South San Andreas Seite und besitzt zwei Preise, auch wenn es gerade hier im Video nicht sieht. Denn einmal den Preis von 1.370.000 GTH-Dollars oder wenn ihr im LSK-Meet das nötige Level habt, dann kostet das Fahrzeug euch nur noch 1.027.500 GTH-Dollars. Wann ihr diese Vergünstigung bekommt, mit welchem LSK-Meet-Level, ist nicht bekannt, da das Ganze random ist, aber ich glaube, wenn ihr Level 120 seid, habt ihr sowieso alles vergünstigt. Aber ich würde sagen, kaufen doch einfach mal das Fahrzeug und schauen, welche Tuning-Möglichkeiten wir haben. Gut, ich bin jetzt hier im LS Customs und klar, das Fahrzeug hat die ganzen Standardmöglichkeiten wie Panzerung, Bremsen, Turbo, alles drum dran, ist ja normal. Aber was mir als erstes aufgefallen ist an diesem Fahrzeug, was ich total cool finde, die Stoßstange, nämlich die vordere Stoßstange. Denn wenn wir jetzt die letzte Stoßstange bzw. die gebogene Stoßstange tunen, dann sieht das Ganze so aus, als würde das Auto dich anlächeln. Gut, mein Kollege hat mich auch einfach nur angeschaut, so, ist bei dir alles in Ordnung? Vielleicht auch schon ein, zwei Bier-Intos, ich weiß es nicht, aber ich finde, das sieht aus, als würde das Auto mich anlächeln. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es genauso findet. Aber egal, ich finde das total cool und habe das nämlich direkt ausgerüstet. Was an diesem Fahrzeug auch sehr auffällt ist, da man hier das Aussehen vom Motor einmal verändern kann, also einmal, dass der Motor generell lackiert ist, aber auch mit speziellen Designs versehen kann. Dazu kann man hier auch den Luftfilter tunen und so eine Metallstrebe, was ein bisschen Copy-Paste ist von Bennys Fahrzeugen, aber egal, man kann den Motorraum tunen. Und passend dazu kann man auch die Motorhaube dementsprechend auch tunen. Und bei der Motorhaube merkt man auch, dass das Ganze ein Tuners-Fahrzeug ist. Denn bei der Motorhaube kann man einmal auswählen, dass die Motorhaube praktisch gefühlt weg ist, also die minimalistische Motorhaube, dass man halt den Motor extrem gut sehen kann. Aber hier kann man auch eine Motorhaube tunen, die aus Glas ist, aber aus farbigem Glas, was man beim Tuners DLC halt kennt, bei den Tuners-Fahrzeugen. Daher eigentlich ziemlich cool. Davon abgesehen kann man natürlich hier auch weitere Stoßstangen, seitliche Stoßstangen, auch das Dach ein bisschen tunen, was ich hier sehr lustig finde. Man kann hier halt einfach die Antenne oben drauf tunen, als wäre das so ein bisschen RC-Car-mäßig. Habe ich einfach gemacht, weil ich es einfach lustig finde. Was dieses Fahrzeug natürlich auch hat, sind Designs. Ich habe zwar hier in diesem Fahrzeug keine Designs drauf gemacht, aber ein Design ist tatsächlich ein bisschen special. Und zwar ist das eine Design San Andreas, also ein bisschen angelegt an GTA San Andreas mit den Wellen, was ich persönlich sehr cool finde. Abgesehen davon, was man hier auch noch ändert, kann, ist auch hier der Innenraum. Man kann also das Auto eigentlich von normalen Standardfahrzeug zum Driftauto umtunen, wenn man das Ganze möchte natürlich. Aber pro Driftauto, was ich hier persönlich als Showcar sehr cool finde, was halt zum Tuners irgendwie dazugehört, man kann die Reifen bzw. das Auto so tief legen, dass die Reifen schräg sind. Und das Ganze sieht natürlich so als Showcar, als Tuningcar, als Driftauto natürlich extrem cool aus. Also auf jeden Fall fettes Pluspunkt an dieser Stelle für dieses Fahrzeug. Generell, das Fahrzeug überzeugt absolut. Warum? Naja, das Fahrzeug hat mit allem drum und dran mich ungefähr 1,5 Millionen GTA-Dollars gekostet. Klingt erstmal nach viel, aber im Vergleich zum anderen Fahrzeugen aus dem DLC ist das fast nichts. Deswegen Leute, ihr habt hier ein Auto, was wenig kostet, aber extrem viele Tuning-Möglichkeiten hat, deswegen auf jeden Fall eine fette Empfehlung als Joker. Aber es gibt für mich persönlich einen fetten Minuspunkt an diesem Fahrzeug. Und zwar der Spoiler. Warum der Spoiler? Naja, es gibt natürlich schöne Auswahlmöglichkeiten für den Spoiler, lackiert, Carbon etc. Aber es gibt auch Spoiler, die so eine Rückleuchte haben, so eine Bremsleuchte. Und naja, diese Bremsleuchte funktioniert nicht und ich finde das extrem schade, denn Rockstar Games hat tatsächlich bei manchen Fahrzeugen aus dem DLC darauf geachtet, dass diese Bremsleuchte in Spoiler funktioniert, aber dem Fahrzeug hier haben sie es leider nicht eingefügt oder nicht bedacht. Was ich sehr schade finde, denn ist es so ein kleines Detail, was ich einfach schön fände, wenn es funktionieren würde. Aber gut, das ist jetzt meine Meinung. Aber die Frage der Frage, habe ich das Fahrzeug schon gemoddet? Und natürlich habe ich das Fahrzeug schon gemoddet. Ihr seht es hier gerade hier mit fetten Formel 1 Felgen, mit geiler Lackierung etc. Falls ihr dieses Fahrzeug haben möchtet, Leute, dann verpasst nicht den Giftcast zu Friendstream. Und by the way, der ist sehr bald. Deswegen, Leute, abonniert mich auf YouTube oder Twitch, damit ihr nicht den Giftcast zu Friendstream verpasst. Aber Leute, das war's schon mit dem Video. Wenn euch dieses kleine Informationsvideo gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Aber ich bin raus, euer Wombat. Ciao.